Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen bei Solaster Crown of the Magister. Eine Demo, eine Pre-Alpha-Demo zu einer Kickstarter-Kampagne, die heute starten soll, am 3. September. Und dieses Spiel soll die Firma nennt sich Tactical Adventures, das ist ihr erstes Spiel, was sie jetzt über Kickstarter finanzieren wollen teilweise. Und es soll die Erfahrung eines Tabletop- oder eines Pen-and-Paper-Abends wirklich transportieren. Also knüppelhart sein, immer Entscheidungen, alle möglichen Würfe werden angezeigt und so weiter und so fort. Das Ganze hört sich erstmal ganz interessant an. Wir dürfen es schon spielen und auch ich darf ein bisschen zeigen zu der Kampagne. Ich weiß nicht, ob die Demo öffentlich verfügbar sein wird. Kann sein, dass ihr es auch nochmal anspielen könnt. Aber wenn nicht, dann können wir jetzt einfach mal reingucken und uns anschauen, was uns hier erwartet. Ich habe übrigens schon mal ein bisschen gespielt, bin beim ersten Kampf ein bisschen gescheitert direkt, weil es nicht so einfach war. Die Version ist natürlich auf Englisch international und das Entwicklerstudio sitzt in Frankreich. Im Herzen von Paris. Aber ich wurde auf Deutsch angeschrieben, also haben sie auch einen Deutschen im Team. Support the Germans. So these are the ruins of Telema? Just as the chronicles describe them. Imagine the wonders that await us inside. Don't forget, we're here to help the scavengers. And get rich, right? Help the scavengers and get rich. You're all hard, aren't you? That must be their camp over there. Come on, let's go. So, da haben wir schon gesehen, wir haben die typische, wundervolle Party. Sehen halt, dass wir die Charakter bewegen können und wie wir das bewegen können. Man kann sie natürlich einzeln aufs Feld bewegen. Es ist ein Hexerfeld, nicht Hexer, sondern es ist ein quadriertes Feld. Haben halt hier unten rechts unsere Quests. Kann es auch mehrere geben. Können die Zeit auch anhalten, abspielen lassen, die Kamera natürlich drehen. Hier unten haben wir unsere Abilities, Powers und so weiter. Und es ist halt so, du läufst in Echtzeit rum. Kannst aber, also sobald ein Kampf losgeht, werden wir halt in Runden eingetütet. Also dann kommt ja erst der Initiativewurf zum Beispiel. Und der würde dann entscheiden, wer zuerst startet und wer zuletzt in der Kampfgruppe. Aber erstmal müssen wir zum Dorf. Unser Schurke meint ja schon, er möchte reich werden. Who goes there? Friends. Ronald sent us. Where is he? Resting. He was in pretty bad shape. But he'll be okay. He said you need help. We did. If only you'd come sooner. We came as soon as we could. What happened? We know. And thanks. Deck here is upset. That's all. I can speak for myself, thank you. He thinks we should have left with Runnel. Instead of waiting here for the orcs to kill us? Absolutely. I think we should have left. We can't leave Hector in there. He's dead, Lena. Dead. It's too late. You don't know that. Lass mal den Schurken mal antworten. Why don't you just kill each other and save the orcs some trouble? What's our help worth to you, anyway? Stop it. All right. What did Runnel tell you? Just that his team needed help. Nothing else. We were scavenging in the ruins. Orcs. There's a whole tribe in there. It was just a raiding party. We fought them off, but they killed some of our people and dragged Hector off. And we've just been waiting here for them to come and finish the job. They haven't done that yet, though. Well, you're right about your friend. He must be dead by now. We don't know that. There's always hope. Hope? Those orcs had him for dinner the first night. I don't know. They took him alive after all. So they wanted to keep him fresh. Orcs are orcs. Ignore them. So, we just need to go in and find Hector. Yeah, good luck with that. Why is he so angry? He and Hector don't exactly get along. But he's one of our crew, and I won't leave anyone behind. We gave our word to your leaders. We will get Hector back. Thanks. Do you need food? You think we'll be away for that long? You can never be too careful. That's the law of the Badlands. We can spare some if you need it. We have more than we need for just the two of us. Are you serious? You're giving away our food? They're risking their lives for us, Deck. For Hector. We can starve, apparently. Da sehen wir übrigens jetzt, das ist halt eine Entscheidung. Normalerweise Charakter plus 4. Dein Boss hat gesagt, ihr solltet uns uns Essen geben. The rescuers get the food. Get it?
I don't believe it. That's on you, Lena. Und wir haben Erfolg gehabt mit dem Wurf. Thanks, Lena. We should get moving and find your friend. Thanks and good luck. So, wir werden reingehen und da euren Freund finden. Ich verschieb mich noch ein bisschen. Ich habe es jetzt gerade wegen dem Dialog noch mal ein bisschen umgeändert. So, jeder Charakter hat natürlich ein Backpack mit 20 Units Platz und kann 30 Gewicht tragen. Also 20 Items, die 30 Gewicht insgesamt haben. Wenn wir das versuchen zu übersteigen, klappt es halt nicht. Ansonsten geht es hier rum beim Emberance. Das ist halt, wie viel wir geladen haben und dementsprechend, wie sehr wir belastet sind. Muss mal kurz gucken. Da ist das Inventar. Können unseren Charakter ansehen. Ich finde übrigens diese Menüs ziemlich clear. Die erinnern mich eigentlich so ein bisschen an die Spiele von, wie heißt es nochmal? Weltraum X4 Spiel. Endless Space. Und sehen, dass er zum Beispiel hier keine Belastung hat, beziehungsweise nicht überladen ist, ne? Weil umso höher das ist, umso negativer sind die Effekte. Aber wir können ja das Gewicht und alles halt auch umladen. Und das ist die Ruine. Soweit bin ich auch beim ersten Versuch gekommen. Ist ja noch nichts passiert. So. Jetzt ist es so, dass unser Schurke feststellt, dass diese Brücke beschädigt ist. Also gehen wir hin und bringen die zum Einsturz, damit wir nicht in diese Falle reinlaufen. Und dann können wir nämlich darüber hüpfen. Wobei hierbei müsste es eigentlich auch einen Agilitätswurf oder sonst irgendwas geben. So, du kannst über Shortcuts deine Leute equipen, beziehungsweise die Waffen wechseln. Zum Beispiel Zauber und so weiter und so fort, das ist nämlich hier unten links. Dann können wir switchen hier auf die Armbrust bei ihm oder halt auf Schild und Schwert. Bei ihr auch. Er hat zum Beispiel zwei Dolche oder den Kurzbogen in der Hand. Und sie ist ja unsere Zauberin, die hat eigentlich immer nur den Quarterstaff in der Hand. Ha, Quick Save funktioniert. Weil hier brauche ich den. Weil wir kriegen jetzt Besuch. Das finde ich eigentlich ganz cool. Da sehen wir die Initiativewürfe. Die Feinde kommen jetzt runter. Beziehungsweise switchen wir mal eben um. Und versuchen die Spinne zu treffen. Hat natürlich ganz toll funktioniert. Nicht. Also zaubern wir uns noch ein Schild. Und wechseln zurück. Weil mehr kann die jetzt nicht machen. So, da haben wir wenigstens mal getroffen. Take a rest, recover the power, regain a main action. So, jetzt darf ich glaube ich nochmal feuern. Ja. Aber haben hier oben verfehlt. Da sehen wir übrigens, dass es auch Blockschilde gibt. Ah, Blockschild ist das falsche Wort.
Wenn ich mal dazwischen schurke. Und versuch dein Glück. Oh, kritisch versagt. So, Cunning, der kann dashen, das bedeutet, der kann halt weiter, also beziehungsweise so. Nicht wegsliden ist das falsche Wort dafür. So, du kannst einen Schildcast machen, um zu blocken. Gut, schilden wir eben hoch, Violent. Violet. Was kannst du so zaubern? Ein Firebolt. Schocken, Burning Hands, voll der Klassiker. Sehen darunter auch, was das kann, halt Area Effects etc. Und dann können wir den auch auf einen höheren Level casten. Problem ist, glaube ich, ich kann nicht mehr weglaufen. Dann kriegen die beiden die Möglichkeit, mich anzugreifen. Dreimal Sechser Würfel für den Schaden. Wir sehen genau, dass das so ein Kegelangriff ist. Das haben wir hier. Das ist das Shielding. Magic Missiles. Einmal Vierer Würfel. Personen halten. Scorching Ray. Ich glaube, dann können wir wirklich den einmal Zehner Firebolt machen. Brennende Hände, weil es 3x6er Würfel sind. So, du kannst zum einen heilen. Kannst dir Garrett direkt ein bisschen Heilung geben. Weil der halt 10 Schaden bekommt von dem Vieh. Und die Dodge-Chance erhöhen. Sehr schön. Na komm, schieß sie kaputt. Verdammt! Kannst du noch irgendwas Sinnvolles? Nee, nur ausweichen. Darf ruhig passieren. Ich will sein Reaktionsding nicht nutzen, um ihn da durchzulassen. Wie wär's, wenn wir mit dem Firebolt das Vieh da oben wegziehen? Blöpp! Da haben die anderen nämlich auch Zeit, sich mal um die anderen Gegner zu kümmern. Sehr schön. Beim ersten Mal bin ich übrigens schon gestorben. Hier an der Stelle. Ein 6er Würfel plus 4 Damage. Ah, wundervoll. Das ist unser XP. Wir haben übrigens gesehen, dass Zaubersprüche
sich auffüllen, wenn wir halt rasten. Also wir können jetzt noch einen Stufe 2 Spell machen und 3 Stufe 1 bei ihr. Und bei ihr noch 2 Stufe 2 und 2x Stufe 1. Und diese Spells kann ich immer während der Zeit nutzen. So, werden wir das Schild mal auflösen, was sie zurzeit hat. Du bist ein bisschen verwundet, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Natürlich hat der Sieve Tools dabei. Und ich denke mal, mit der Food Ration können wir rasten. Ihr seid alle nicht am Sterben. Dann reisen wir mal weiter. Ich höre Orks. The Orks are here. Looks like we can sneak around. Even me? Probably. Did you see Hector? Not a trace. We should attack. We have the element of surprise. But what if Hector's down there too? I hear some orc tribes can be bartered with. Not these orcs. So. Hiding. Dann schleichen wir uns mal in Kettenhemd und Rüstung an denen vorbei. Da oben haben wir noch eine Kiste. Die hoffentlich keine Falle ist. So, in der Kiste sind Crossbow Bolts. Das ist genau das, was wir benötigen. Na, da drauf. Ein paar Münzen, 2 Essensrationen. Okay. Und ein paar Fackeln. Zwei Candles. Herbalist Box. Ach so. Sie kann wahrscheinlich Kräuter sammeln. Das ist ihr Buch. Er ist nicht mehr getarnt gewesen. In manchen Arealen musst du deine Party halt zusammensammeln, damit halt man, damit es halt weitergeht. Wie zum Beispiel halt hier. Manche haben übrigens Spezialfähigkeiten, wie zum Beispiel, dass der Krieger halt für die schweren Sachen immer zuständig ist. Zum Beispiel hier dann die Wand aufdrückt. So, no Hector. Doesn't make any sense. Maybe he's further down. All right, let's keep looking.
Dann gehen wir halt weiter runter. Und ja, es ist super dunkel hier. I don't like this. We can climb down. It's too dark. Too unstable, too. These blocks look like they could fall at any minute. There's some kind of black oil dripping from the ceiling. Maybe we can use it to light up the place. Sehr wahrscheinlich. So. Wir brauchen ein brennbares Item. Wobei, vielleicht nicht den Main Tank mit einer Fackel ausstatten. Ja, jemand, der dann mit Zaubern trotzdem kämpfen kann. Ich habe nicht das Gefühl, dass es heller geworden ist. Aber wir können hier runterhüpfen. Da oben scheint ein Spinnensack zu sein. Ich glaube, wir werden gleich noch mehr Spinnen finden. Ach, da ist übrigens Kampieren. Und wir können sehen, was recovered wird, wenn wir rasten. Eine kurze Rast. Ach so, dann musst du mal rollen und kannst dementsprechend HP auffüllen. Das ist schon mal ganz nett, dass du nicht immer eine lange Rast machen musst, nur damit die Leute wieder fit sind. So, wir haben jetzt eine Säule umgeschubst. Mal kurz gucken, ob wir den Gamma-Wert ein bisschen für euch hochziehen können. Ne, können wir nicht. Muss ich auf den Aufnahmerechner machen. Da sollte man wenigstens ein bisschen mehr sehen. Aber es bleibt dunkel. Ach ja, vielleicht sollte ich wieder die Fackel ausrüsten. Okay, Fackeln verbrauchen sich über Zeit. Die haben lieber im Dunkeln gerastet. Aber schon richtig cool, ey. Von der Mechanik her ist das schon anspruchsvoll. Auch wenn es natürlich nur eine Demo ist und erstmal so ein bisschen zeigt, in welche Richtung das gehen wird. Bis auf, dass die Kamera natürlich, wie in vielen Titeln, am Anfang nicht so hundertprozentig will, wie man selbst. So, was haben wir da drin? Ein Kurzbogen.
Aber wenn ich das richtig sehe, ist der genauso stark wie mein aktueller. Aber teurer. Ah ne, ist Shortbow plus 1 und das ist ein Shortbow. Ja, plus 1 Damage. 1,6 Piercing Damage. Was haben wir hier? Ein Rubin. Der auch guten Wert hat. Dann nimm du mal den alten Bogen von dem. Du vermisst eins oder mehrere Items. Das ist korrekt. Bedeutet, dass ich muss... Moment. Die Frage ist, als habe ich das auf den Boden gelegt. Kick to switch your wield items to this configuration is shortbow. Es scheint aber so, als wenn ich nicht eine neue Konfiguration hinterlegen kann. Das ist übrigens unsere Skill-Liste. Dann lassen wir es erstmal so. Okay, die hat einen Lichtzauber. Guck mal, was da unten ist. Das geht, glaube ich, durch die Tür. Möchte ich da unten reinhüpfen? Es sieht ein bisschen... gefährlich aus. Oh. Spinnen. Und sie dürfen zuerst. Schilde dich. Sie sind überall. Searching Ray, da gucke ich mal. Ach, Zauber sind das Beste. So, du hast aber den anderen Bogen ausgerüstet, das ist super. Wundervoll. Das hast du verkackt. Dann stelle ich mal vor die anderen.
Sehr schön. Hab nochmal die Ability, dass der einen zweiten Move machen kann, genutzt. So, rastet aber nochmal kurz. Dann kriegt er seine Fähigkeit zurück. Und ich glaube, ich kann nur dreimal kurz rasten, dann brauche ich wieder eine Komplettrast. Weil wenn diese Würfel hier aufgebraucht sind, kann ich keine HP mehr dadurch regenerieren. Ach, ein Heiltrank. Und ein bisschen Geld. Schätze für den Imperator. Ich dachte eigentlich, hier unten kommt sowas wie eine Superspinne. Da. Da mal runter. Ein Einsturz. Damn it! Now we're stuck. Do you think the orcs would bring Hector farther in than this? Not the orcs, no. But something else. Maybe. We've come this far. Let's find him. I'm starting to think we might need that food after all. Ach, jetzt werden mir erzählen, dass ich Short Rest machen kann. Nach zwei Kämpfen. What is this? Amphitheater? A very special one. Not room for much of a crowd. Students of magic. The masters taught spells here. Do spiders like magic shows? Because I see a lot of webs. Deep spiders. We will have to be careful. Deep spiders? Very large and aggressive, but sensitive to light. Just how large is very large? Just keep your lights ready. The more light we have, the fewer spiders we'll face. We don't have a choice here. The only way out is up. Okay, umso mehr Licht wir haben, umso weniger Spinnen werden uns angreifen. Dann lass uns mal Fackeln verteilen. Obwohl, du kannst sogar Kerzen halten. Du benutzt gleich einen Lichtzauber. Und dann los. Weil mehr Licht kann ich nicht bringen. Oh oh. Ich glaube nicht, dass ich gegen die kämpfen muss.
Oder doch? Feuer frei. Verzieh dich, riesige Spinne. Zünden wir das Licht da mal an, vielleicht hält das die Spinnen ab. Na, beide Angriffe verkackt. Also ich kann bis zu 3 Gegner damit anvisieren, muss ich aber nicht. Lauf schon mal weiter. Klappt gut nicht. Die Schweine laufen einfach dran vorbei an der Flamme. Ich glaube, einer stirbt jetzt. Greift die an, wenn sie versucht zu fliehen. Ne, die versperren mir den Weg. Ich kann nicht einfach abhauen. So, der stirbt. Kreaturen wegschubsen. Geh du mal in den Dodge-Modus. Ach, scheiße. Ich hab das Heilding gemacht gerade.
was mir gerade überhaupt nichts bringt. Kondition bläst. Du heilst mal ihn. Ja, Kacker. Ah, Zauberer getroffen. Aber wie soll ich denn bei denen rauskommen? Verdammt, ich habe kein Autosave kurz davor gemacht. Weil so viel zu, sie werden Angst haben vor uns. Okay, es scheint doch so, als wenn die von hellen Lichtquellen abhauen. Aber jetzt liegen meine Leute schon. Ah, Violet hat es geschafft, dem Tod von der Klippe zu springen. Das scheint hier dann so eine Art Reroll-Kram zu sein. Ich mach's einfach noch heller. Indem ich den Kleriker alles Mögliche mit Licht zuballer. Selbst wenn die auf dem Boden liegt, kann sie sich noch schilden. Ach, die kann nur noch kriechen. Steh mal auf. Du brauchst auch mehr Licht.
Stabilisiere ein sterbendes Ziel. Jetzt schläft er erstmal. Habt gefälligst Angst und verzieht euch. Irgendwie haben die nicht so viel Angst vor Licht wie gedacht. Wirklich. Oh, da fällt meine Fackel hin. Aber wenn ich diesen Abschnitt schaffen würde. Bei den Kampf zu überstehen, das funktioniert nicht. Du sollst halt fliehen. Schade, dass ich gerade nicht also dass man gerade nicht laden kann. Sonst würde ich halt direkt davor einsetzen. Tote wegschmeißen. Beziehungsweise verschwinden lassen. Nicht fliehen lassen, so. So, ich stabilisiere sie, dass sie nicht sterben muss. Ich weiß die Idee hier hinter. Also noch theoretisch läufst du immer weiter und entzündest die die Haufen mit Öl. Um das Ende zu erreichen. Aber teilweise kommen ja Spinnen trotzdem angelaufen, greifen an und gehen zurück. Möchtest du weiterspielen? Weil wir die Cinema-Sachen nicht funktionieren, wenn du weniger Leute hast da drin. Ja, das lief nicht so gut wie gedacht. Trotzdem, ich glaube, ich konnte einen ganz guten Eindruck vermitteln in den 15 Minuten, dass es halt zum einen nicht einfach ist und dass dieses Pen-and-Paper-Abend-Szenario doch sehr gut vermittelt wird. Ist natürlich eine Frage des gesamten Konstrukts später vom ganzen Spiel. Auf jeden Fall sehr interessant. Schaut euch mal an die Kickstarter-Kampagne. Ich verlinke die unten in der Beschreibung. Und vielleicht interessiert euch das Spiel ja so sehr, dass ihr das auch unterstützen wollt. In dem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen und bis zu einem anderen Spiel, was ich vorstelle. Oder in einem der Livestreams abends. Wollt ihr mehr wissen über Solasta, dann abonniert doch den Kanal und lasst doch noch ein Like da. In dem Sinne,
noch einen schönen Tag. Euer Imperator.